So, wir sind wieder da, Runde 6. Wir sehen hier jetzt Hessen 1 gegen Schweiz und Friends 1. Na, no, no, bist du aufgeregt? Aufregung nicht unbedingt, sollte ich? Na, wir sehen jetzt hier mal die Schweiz und Friends. Das ist schön. Ja, mal was Neues, mal was anderes. Ja. Kann natürlich daran liegen, dass ich ein absoluter Banause bin, dass ich da jetzt nicht genug gehypt bin. Aber Was ich mich aber frage, was für Länder sind in den restlichen Ländern drin? Türkei. Eventuell Australien, weil die machen ja auch beim Eurovision Song Contest mit. Obwohl sie nicht weiter weg von Europa sein könnten, als möglich wäre, abgesehen von vielleicht Antarktis. Stimmt. Nee, Antarktis ist nicht so weit weg. Ich meine, Antarktis ist wortwörtlich an anderen Enden. Oder ist es die Arktis? Ich kann mir nie merken, welches von den beiden oben, welches unten ist. Antarktis Welches ist müsste ein unten sein. Kontinent, was ist Grönland? Antarktis ist das Große, das müsste unten sein. Naja, Bei also. unten mehr, bei unten mehr Platz ist, oben haben wir so Russland und so Zeug. Gut, wir haben hier beide Teams. Wir sind hier im Backfischstadion. Und unsere Schweizer kommen mit. Würde ich sagen, es ist nichts groß Besonderes, es ist aber auch Bam. nicht uninteressant. Weil wir haben Pro und Junior und What is my purpose? Gibt Spam und ja, Make Armor. Du armes Stückchen Junior. Degradiert zu Oh, der armen Inkt hat Pro. nicht gekillt. Aber dann holt sich Oni den Kill. Die bleiben dann too fresh for you. Der hat auch hier gleich die Kugel zündet. Die Heavy ist sehr weak. Besten jetzt schön viel Abstand halten von der Kugel. Und kommt Erster direkt mit Checkpoint. einer eigenen. Kann Master knacken. Noch rechtzeitig bevor die Kugel da war. Vielleicht jetzt mit dem Inkjet-Push. Setting is wanted. Sortie ist erledigt. Er wird nicht getrappt. Heißt, Flash kann weiter auf dem gegnerischen Highground bleiben. Während der Turm auch schon da ist. Oni und Kersh gehen rein. Können den Turm gerade noch so holen. Kurz bevor er den zweiten Checkpoint knackt. Oh, jetzt haben wir Flash hier, der am Flanken ist, attackiert mit seinem Jet aller Straggler, die jetzt noch erst hinterherkommen und wird zur Landung gezwungen. Sugar kann ihn nicht zu da jetzt abfangen, weil Too Fresh for You da zur Rettung kam. Gut, und Oni rennt hier Dragon Ball-mäßig weg, aber wird trotzdem in Stücke gerissen von der Kugel. Da war er nicht schnell genug auf dem Bein, der letztlich noch steht, ist Sorti. Sorti? Das ist ein D. Ja, gut Ja, sorry. abgeholt. Er springt runter, Master springt rauf auf den Turm. Ändert nichts daran, dass die Kugel von Sordi ihn ja jetzt auch vom Turm runterholen kann. Wir haben mit Trades vorne und hinten. Sugar hält, versucht jetzt zumindest mit der Kugel die Leute wieder vom Turm runter zu zwingen. Klappt doch ganz gut. Master in der Ecke. Müssen wir aber rumstänkern. Oh, Too Fresh wird gepusht von Kush. Kann hier den Kill holen. Es wird auch hier die Armor. Sehr gut in den Kombo mit dem Tintendüser. So, langsam scheint Schweiz und Rest dann jetzt doch endlich mal einen Fuß fassen zu können. Wir sind jetzt beim ersten Checkpoint angekommen und mit einer Splatling auf der Position ist man ziemlich gut besetzt. Kann dann permanent hochfeuern. Ja. Und ziemlich die einzige vernünftige Möglichkeit, den Turm zu verteidigen. Und das reicht auch aus, um direkt in zwei Checkpoints zu kommen. Sorti hier unter Bedrängnis wird erledigt. Zu viel auf einmal. Aber Sugar mit dem Flank kann hier noch einen wegholen. Und Rache verüben für seinen Splatling-Mitstreiter. Erstmal eine Rüstung von Push. Kann Oni die nutzen? Er setzt zum Flank an. Aber es ist auch direkt noch eine Rüstung für seitens von Hessen hier. Das war doch Hessen. Oh, der ne? Direct von Flash.
Noch der Junior am Leben. Das heißt, Hessen kann jetzt gut um Map Control kämpfen und diese auch erobern. Noch hat Hessen Vorteil, also so stressig ist es zu diesem Moment. Ja. Sie machen hier auch ganz gut dicht. Also Sugar und Odi konnten da jetzt nicht viel machen beim Versuch reinzukommen. Ich meine, eine coole Kugel von Sordi auf den Turm bringt nicht viel. Alle sind abgesprungen, aller Mayday. Abort Mission. Abort Titanic Mission. Und Sugar in der Offensive. Too fresh for you, ist aber too fresh für ihn. Einfach weggeputzt. Gut, schauen wir uns mal hier um. Flash jetzt am Flanken. Kush bemerkt ihn. Junior für Teiles Perserkampf. Flash gewinnt den. Wurde jetzt von vorne. Oh, die Kugel ist mies. Holt sich Sugar. Er war in der Ecke gefangen. Sehr, sehr traurig. Hat er zumindest noch genügend Zeit gehabt, um sein Testament zu schreiben. Oh, Oni kommt rein. Ist am Turm. Kann aber nicht den Turm clearen. Kasch geht rein, stirbt an den Bubbles. Und ja, da kann er nichts machen. Und Hessen gewinnt das erste Game. Erster Punkt geht an Hessen. Ja. Hier. Lolle. Wumi hat. Nee, das ist nicht Wumi. Wumi hat eine wichtige Nachricht für dich. Unten ist der Erdkern. Ja, nur damit du es weißt. Es geht nicht direkt um solche Perspektiven. Es geht mir um Nord-Süd und Süden ist für mich unten. Ich gucke auf Karten, nicht auf 3D-Modelle. Süden ist unten. Ich meine, wenn du eine Karte richtig rumhältst, damit du alles lesen kannst, normal ist Süden unten. Ja, so ungefähr. Es sei denn, ich meine, das wird ja irgendwann passieren, die Pole drehen sich um. Dann ist Süden oben. Das ist der magnetische Pol, das ändert nichts daran, wo wir unsere Pole setzen. Ich hab da keine Ahnung, eigentlich. Wo der geografische Nord- und Südpol ist, ist nicht, wo der magnetische Nord- und Südpol ist. Ich meine, vielleicht wird es ja mitgeändert, wer weiß. Nein, das ist ja schon jetzt nicht passend. Echt? Da wo die Drehachse ist von der Erde, da ist nicht der magnetische Nord- und Südpol. Oh, okay. Das ist alles versetzt. Aha. Also bezweifle ich, dass sie Nord- und Südpol ändern, weil sich das Magnetfeld der Erde einer umkehrt. Es gibt Karten, wo Nord nicht oben ist. Das sind sehr alte Karten. Karten. Die nicht mehr wirklich gültig sind. Wer weiß, wer. Also, wenn du dir jede x-beliebige Karte nimmst, dann ist sie immer nach Norden ausgerichtet. Und Norden ist dabei oben. Du musst Norden nach oben ausrichten, damit du das Ding überhaupt lesen kannst, weil ansonsten sind die Schriftzüge konform. Ah, okay. Ich verstehe. Die geografischen Pole und die magnetischen stimmen nicht überein. Schade. Hast du gerade ernsthaft nachgeguckt? Nein, es hat Wommi geschrieben. Oh, warte, ist der falsche. Ich habe den falschen Mode gewählt. Ich vergiss den Mode-Sender. Oh, hoppla. Was ist denn hier los? Welche Karte ein Ablaufdatum? Pass doch auf. Nee. Nee, das ist die beste Antwort. Welche Karte ein Ablaufdatum? Naja, wenn sich hier irgendwie so ein Land so ein paar Gebiete snackt, dann muss halt eine neue Karte gemacht werden.
Ich glaube, solange sie die Geografie nicht unbedingt ändern, brauchst aber du. Aber ja, ich habe den Raum wieder aufgemacht. Also wieder joinen. Ein Fisch. Und hoffentlich stimmt der Code. Scheint gestimmt zu haben. Freut mir. Karte mit Ablaufdatum. Hey, aber man könnte mal so eine essbare Karte machen. Karte mit Verfallsdatum, klar. Hier. Kennst du so Esspapier, daraus könnte man noch eine Karte machen. Wenn yes, du willst, dass deine yes, Karte, die du zusammenbastelst, damit du in ein paar Jahren noch drauf gucken kannst, innerhalb von ein paar Wochen verrottet und von irgendwelchen Insekten aufgefuttert worden ist, wie Mottenlarven, dann nur zu. So, das kannst du halt so machen wie, du hast die Karte, nimmst die mit so für deine Reise, wenn du da am Ziel ankommst, kannst du sie einfach essen. Wie willst du wieder zurückfinden? Das ist eine andere Sache. Eine Karte, die du isst, und wenn du sie gegessen hast, dann bekommst du die Information in dein Hirn. Mikro. Du brennst die Karte förmlich in deinen Kopf ein. Weil du sie gegessen hast. Dann halt, du fährst hin, ja, mit der Karte, fährst zurück und danach isst die Karte. Ja, aber willst du nicht dann nochmal irgendwann mal hin? Weiß nicht, vielleicht ist es ja nur so eine Deal. Vielleicht ist es ja nur so ein Trip, den du gar nicht wolltest. So gibt's ja manchmal so Dienstreisen oder sowas. Warum hast du dann dafür überhaupt eine Karte? Dann nutzt ein Navi. Ja, das geht auch. Das ist aber die moderne, der moderne Weg. Navi gibt's da nicht, ist da nicht essbar. Ja, aber selbst dann war es besser, eine Karte zu haben, als eine Karte nicht zu haben. Selbst wenn du den Ort, zu dem sie dich führt, nicht leiden kannst. Denn du weißt dann zumindest, wo der Ort, den du nicht leiden kannst, ist. Also Leute, also, bitte keine Navis essen, danke. Warum sollte man ein Navi essen? Du bist mir seltsam. Weißt du nicht, wenn wir schon über essbaren Karten reden. Ich rede essbare von Navis Navi, können wir nicht machen. Ja. Essbare Navis können wir dann nicht machen. Nein, weil wir bitte Elektronik essen. Das ist ja Verschwendung. Ja. Weißt du, kaufst dir das Ding für 100 Euro und dann schnabulierst du das Ding als kurzen Snack weg. Das sind schlecht genutzte 100 Euro. Naja, so ein paar Restaurants ist das Essen teurer als 100 Euro. Das ist aber auch kein Snack. Das ist da, wenn dann schon ein richtiges Gericht. Außerdem rede ich nicht über reiche Schnösel. Die sind seltsam. Die finden Kaffee auf Dubai. Die guten Dubai-Restaurants. Wo du Gold frisst. Er wird mit Gold bestäubt das Essen. Warum? Keiner weiß es. Die Leute, die es machen, auch nicht. Das Zeug verdaust du eh nicht. Du kannst von Glück reden, dass dich das nicht vergiftet, weil ein Edelmetall meint, nöp, kein Bock. Ich reagiere nicht. Ja. Yep. So, Rainmaker, was für Goldfisch? Gott, was haben wir da? Wir haben hier eine Shooter-Squad und eine Fast-Shooter-Squad. Die Dual-Platscher sind da so ein bisschen fehl am Platz. Perfekt den Namen. Hessen erstmal direkt pop den Rainmaker-Schild. Aber abgesehen davon recht neutral. Wir haben schon mal eine Rüstung für unsere Schweizer und Rest. Nennen sie jetzt ab sofort einfach Ricolana. Okay. Ricolana. Wer hat's davor? Die Schweizer. Ja genau. Ricolana. Gut. Wir haben jetzt oh, Jeffer Master, die Schweizer und Friends sind gewiped worden. Master pusht da vorne. Ja. Sie nehmen das erste Laufband. Nein, lohnt sich schon ganz gut. Wir können die Stelle da jetzt, wenn es grün ist. Oh, der Kill ist wichtig. Obwohl, ja. Ihr müsst jetzt halten, Master auf. Er kommt wirklich nicht wirklich nach vorne. Er wird ständig von irgendwas aufgehalten. Er ist eine
Klecksbombe, die ihn zum Runterspringen zwingt. Jetzt die Raketen, die ihn zum Runterspringen zwingen. Jetzt hat er es geschafft, jetzt kann er nach vorne gehen. Das Ziel ist nicht weit. Aber Kusch schießt. Er trifft jeden Typen. Sorry, ist der letzte und noch nächste Wipe. Waren das jetzt 3 oder 4 Directs mit dem Rainmaker, die mit denen da gekillt hat? Ich glaube, das war eine worden. Menge. Ja. Leute, klippt es. Klippt es, Leute. Das war ja ein Direct auf dem Mann. Das muss ins nächste Best-of. Stimmt, wann kommt eigentlich das nächste Best-of? Okay, ich habe gerade jetzt im Stream nochmal geguckt. Er hat einen Direct gelandet. 2 davon waren Assists und der dritte Kill ging. Der vierte Kill ging nicht mal. Es sah nur so aus von oben. Nichtsdestotrotz 2-0, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Für Hessen. Ja, 2-0 für Hessen. So, richtig im richtigen Modus. Jetzt habe ich dran gedacht, Buschelkars Arowana. Ja, aber bitte. Wir wollen nicht schon wieder die Lobby schließen müssen, weil ein gewisser jemand nicht aufpasst. Ich habe Probleme beim Aufpassen, lassen mich. Dann nimm eine Pille mit Fischöl für Konzentration. Ich denke, dass ich... Weil dieses Stück Placebo angeblich hilft. Klingt nicht so schmackhaft. Ich meine, es ist eine stinknormale, so eine Pille halt. Die schmeckst du nicht, die schluckst du runter, fertig. Holst dir noch ein Getränk, ein Glas Wasser oder was auch immer, steckst den Mund, schluckst runter. So wie Pillen funktionieren. Gott, wann habe ich letztes Mal eine Pille geschluckt? Das ist so lange her. Zu deiner Kindheit. Ja, irgendwann da in der Kindheit oder so. Vielleicht. Ja, meiner Fluchenschmerz ist erstmal Flashback-Zeit, um zu erklären, warum man so bösartig ist und einen gewissen Inator baut. Genau. So, Arowana Mall. Die Map, die ich in Splatoon 1 absolut gehasst habe, weil die Mitte einfach so ein Flaschenhals war. Jetzt hasst du sie weniger. Ich hasse sie jetzt tatsächlich weniger. Ich mag sie jetzt tatsächlich sogar, weil du hast halt viel mehr Möglichkeiten, hier durch die Gegend zu rennen. Du musst nicht wirklich durch so eine enge, kleine Mitte, von der man von oben aus einfach sauber auf dich drauf schießen kann. Du hast Möglichkeiten, dich zu verstecken. Du kannst dort unten lang, du kannst dort oben lang. Ist viel angenehmer. Also. Gut. Aber es ist jetzt weniger angenehm, was hier in der Mitte alles passiert. Es grad erinnert eher an so ein Kriegsgebiet für die Explosionen, die hier gerade kommen. Hier. Yeah. Besuchen das Kriegsgebiet. Es hat noch kein Team großartig irgendwie. Oh, die Bubble, sie kommen gefährlich nah. Gut. Zumindest scheint Hessen jetzt erstmal die Mitte unter Kontrolle zu bringen. Ball aktiviert. So, die kann aber keinen Kill finden. Hessen wird eher gekillt von Master, der jetzt noch den zweiten Kill findet. Und nach vorne geht Endor. Kann die gerade versuchen aufzuhalten, aber kein Erfolg. 2 Superclamps haben sie jetzt schon reingeworfen, gefolgt von noch ein paar kleine. Ja, sie sind zu 4 vorne. Das wird schwer zu verteidigen. Runter 48 schon gepusht. Sie schmeißen Flash noch weitere Muscheln. Kann jetzt fällt er erst durch Boni, wird aber auch erledigt. Und das spawnen noch mehr Muscheln vom Korb. Die haben aber von Sugar einkassiert. Master klettert da hoch, sneakt eine Clam noch rein, wird jetzt von Sordi und Sugar unter Beschuss genommen. Sordi fällt too fresh for you von der Seite, holt sich auch noch Sugar. Jetzt wieder Oni von oben, drängt ihn zurück. Da kannst du nicht rein, wenn die Rush von oben schwingt. So, Flash jetzt auf Position zusammen mit Endor. Haben sich beide da oben in diesem Balkon-Gegend gepflanzt. Trade zwischen Kush und Endor. Flash jetzt wieder am Korb. Ja, holt richtig viele Kills.
Und da kommt jetzt Master mit 8 Muscheln. Zwei legen sie ihm jetzt bereit, dass er eine Superclam holen kann. Und dann nimmt ein bisschen von da oben. Und Superclam kann Scorn. Wie weit pushen. Doch die Verteidigung sieht diesmal viel besser aus von Schweiz and Friends. So, sie konnten zumindest verhindern, dass weitere Zusatzpunkte hinzukommen. Aber dafür ist jetzt einiges an Penalty-Punkten weggegangen. Ja, ein paar. Ist ja noch kein wirklicher Push. Oh Gott, Oli von der Bombe zerplatzt einfach der Arme. Gut. Bisher konnten Schweiz und Rest noch nicht großartig Push starten. Ja, aber jetzt mal ein paar Missiles von Push. Die waren zu viel für Too Fresh. Master fällt auch. Wir haben jetzt also zwei Leute Vorteil für die Schweizer. Mal sehen, ob sie das jetzt zu einem Push verwirklichen können. Nein, weil der Rest vom Team noch fehlt. Oni wartet darauf, dass er die Superclam nehmen kann. Während der Rest von Team scheinbar vorwärts pushen soll. Wir haben hier beim Balkon ein bisschen Stress zwischen Sordi und Endorf. Sordi will durch, hat den Baller aktiviert. Schafft das jetzt? Ja, jetzt pusht er. Da kommen noch ein paar Missiles. Ja, wird auf uns Squeeze aufgehalten. Und. Yep, da ist er jetzt mal eine gute Position. Nein, Flash kommt dort noch. Insta-Bombe erledigt ihn. Und Oni von der Seite aus der Ecke hervorgerannt. Nein, kein Push dadurch, dass Endorf da eine Bombe liegen gelassen hat. Ist jetzt wieder weniger vorteilhaft für Schweiz, weil Sordi ist der Letzte mit seiner Galon und versucht ihn aufzuhalten. Klappt nicht. Da ist die Superclam drin. Und Master kriegt noch eine Superclam rein. Und da sind die restlichen kleinen Clams. Ende Gelände. 3-0 für Hessen. Yep. Hessen holt hier den dritten Win gegen Schweiz und die restlichen Länder. Viel zu lang der Name. Nennst doch Schweiz und Rest. Ja, Schweiz und Friends, das reicht. Oder nennst Schwrest. Was? Schwrest. Schwrest, nee. Schwrest, genau. Oder wir lassen das R weg, dann ist es Schwest. Und dann ist es noch ein männliches Schwest, dann ist es Schwester. Perfekt. Nice. So, genug Wortspielereien. Nächste Runde. Ja. Und auch letzte Runde. Ja, das letzte Game für Runde 6. Ja, genau. Flunder Fun Park Herrschaft. Guck mal, überlegen wir mal, was hat die bis jetzt eigentlich immer angeschleppt? Die einzige Konstante, die ich sehen konnte, war die Octobrush von Oni. Der ganze Rest war mehr so, ich meine, okay, ich glaube, der Pro war immer gleich, aber ansonsten war es alles mehr so ein kunterbuntes Fiasko an Waffen. Ja, so, ja, da kann ich dir zustimmen. Müssen sich die letzten Spieler bloß noch irgendwie einigen, was sie wählen wollen? Das ist eine schwierige Frage. Was soll gewählt werden? Welche Waffen sollen gepickt werden? So, die Waffen sind ausgewählt. Das heißt, das vierte Spiel beginnt jetzt. Na, Kike und staunen wir mal, was wir jetzt hier für Waffen zu Gesicht bekommen werden. Welche Spielstile hier genutzt werden, ist da. Und wir haben die gleiche Waffenwahl wie Runde davor. Und wir haben mit... Wisst ihr? Ich habe mich ja gefreut, dass wir mal jemanden haben, der endlich meine Brush benutzt. Und dann lässt Oni nicht hängen und nimmt einen Dünerroller. Tja. Ein Commentator's Curves. Aber ich denke mal, es ist auch vielleicht eine ganz praktische Wahl. Gerade auf der Map mit dem Dünerroller kann man eigentlich sehr gut die Zone sicher färben. Vor allem, wenn man da hinten noch hockt. Aber da braucht auch Unterstützung vom Team. Da, Too Fresh von der Seite wurde jetzt aus dem Spiel genommen. Aber dafür musst du ohne jetzt runterspringen. Reicht aber trotzdem aus, diesen einen Kill zu machen, die Zone wieder zu retten. Ein paar Missiles kommen da angeflogen. Haben jetzt nicht mehr gemacht, außer ein bisschen
nerven. Master fällt, Sugar auch. Endorf jetzt mit den... Oh, der Flank. Flash von der Seite. Oh je. Sehr fatal mit dem Flank. Oli fällt auch. Konnte nichts mehr machen. Ganz alleine hier wird geschreddert von den Leuten aus Hessen. So, jetzt fangen sie an, eine gute Verteidigung hier aufzubauen. Stecken jetzt wieder quasi in die Sicht von Schweiz und Rest. Flash im Spawn am Flanken. Nimmt viel Story aufs Korn. Da fällt schon der dritte Oni wieder ganz allein. Hat zwar Rüstung. Oh, too fresh for use. Auch noch im einzigen Flugweg einfach im Weg gewesen. Quasi wie in einem Horrorfilm. Die lassen hier auch keinen mehr aus dem Spawn raus. Flash und Too Fresh sind einfach... Nee, die lassen hier keinen durch. Die Gandalfen hier unsere Schweizer so richtig. So, Flash. Oh. Noch wieder die nächsten weggeholt. Unter 50 und schon. 10, Schweiz 10 muss da jetzt Punkte reingehen. Kommt Schweiz. Würde es Oni reinschaffen? Er schafft es nicht rein. Ein paar Missiles und die können nichts mehr erreichen. Die Runde geht auch an Hessen 4-0. Ja, Hessen also gewinnt hier 4-0 gegen Schweiz and Friends 1. Nennt sich Schweizer Taschenmesser. Ja. What? Ist ein guter, eigentlich gar nicht so schlechter Spitzname für die Schweizer and Friends. So, damit ist jetzt hier Runde 6 vorbei. Hessen gewinnt hier 4-0 gegen Schweiz und restliche Länder 1. Und wir sehen uns dann nach der letzten Pause wieder zur letzten Runde für Tag 1 Bundesländer Brawl.